Willkommen zur Landesschau aktuell. Die Handwerkskammer Koblenz hat ihr Vermögen offengelegt, nach eigenen Angaben als erste Handwerkskammer in Deutschland. Wie die Koblenzer Rheinzeitung schreibt, hat die Handwerkskammer mit ihren Tochtergesellschaften und Beteiligungen Ende 2012 über 82 Millionen Euro verfügt. Die hohen Rücklagen sicherten den Bildungsauftrag der Kammer für Lehrlinge, Gesellen und Meister, erklärten Präsident und Hauptgeschäftsführer.